hier ist Christoph vom Zugpferd und Forscher Mobil. Heute möchte ich wieder ein bisschen mit euch zusammen basteln. Ja, ich möchte mit euch zusammen eine künstliche Biberspur herstellen und ein kleines Fossil. Ja, das könnt ihr auch daheim mit ganz einfachen Sachen nachbauen. Ja, und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Dazu Ton, den wir auf eine einigermaßen große Fläche ausrollen. Das am Rand ein bisschen gerade. Da kommt nachher dann eine Schalung drum. Haben wir hier unseren Ton. Hier habe ich jetzt einen Stempel mit einer Biberkralle, mit einem Abdruck. Den Abdruck setze ich jetzt hier in den Ton und habe jetzt hier in den Ton den Biberabdruck. Als nächstes baue ich mir mit etwas Papier eine Schalung drumherum. Ja, dazu falte ich hier ein paar Papiere. Ich habe jetzt hier solche Moderationskarten genommen, kann aber auch einfaches normales Papier nehmen. Ja, und mache das jetzt mit Hilfe eines Tackers außenrum. Gleich fest. Meine Schalung drumherum. Ja? Guck jetzt noch, dass der Ton außen an die Schalung anschaut, dass der Gips uns später nicht runter wird. So. Jetzt haben wir unsere Abdrücke in der Schalung. Jetzt als nächstes nehmen wir uns und geben den hier so eine Gummischale. Machen den Gips da rein. Und jetzt nehmen wir vorsichtig erst ein bisschen Wasser dazu und verrühren es. Füllen wir unsere Schale mit dem Gips. Verteilen den Gips gleichmäßig da drauf. So. Das gleiche ganz noch. Jetzt haben wir unseren Gips hier eingefüllt. Stellen wir es zur Seite. Das Ganze muss jetzt ein bisschen trocknen. Das ist Modelliergips, der braucht nicht allzu lange. Bevor wir dann nachher gucken können, was aus unserer ersten Spur geworden ist,
möchte ich euch noch was zeigen, was ihr auch daheim sehr gut ganz schnell nachmachen könnt. Das Ganze ist mit Knete anstelle von Ton. Ja, kann man auch ganz leicht so kleine Fossilien oder Abdrücke von verschiedenen Tieren oder Formen herstellen. Wir kneten erst die Knete ein wenig und gucken, dass die Knete etwas weicher ist. So, geben die her. Ich habe jetzt hier die Form eines Frosches, möchte ich machen auf meinem Fossil. Mache ein wenig Mehl drüber, dass der Frosch sich gleich besser wieder aus der Knete löst, weil die relativ klebrig ist. Und drücke auch den Frosch jetzt in die Knete. Form von dem Frosch annimmt. Jetzt hole ich den Frosch wieder vorsichtig raus. Ich habe auch hier das Negative. Jetzt baue ich mir auch wieder, wie eben, eine Schalung drum. Jetzt das gleiche Spiel wie eben. Wir nehmen auch wieder unseren Behälter, füllen ein wenig Gips ein. Die Konsistenz hat, die wir gerne hätten. Und hier wenig. Das Ganze muss jetzt noch einen kleinen Moment trocknen, ja, und fest werden. Der Gips muss hart werden. In der Zeit könnt ihr was anderes machen oder geht nach draußen, spielt. Ja, ich mache jetzt hier einfach eine kurze Pause. Bis gleich. So, jetzt haben wir ungefähr 10-15 Minuten gewartet und unser Gips ist hart geworden. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie unsere Spuren geworden sind. Ja, ihr könnt andere Tiere nehmen, ihr könnt Abdrücke machen, man kann es mit Muscheln machen und wer möchte, kann natürlich auch hier den Gips noch anmalen. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit, probiert es selber aus, würde mich über Feedback freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Christoph. Ciao.